Hallo und willkommen zur letzten großen Aufnahmesession von mir für Zelda The Wind Waker. Was ist The Legend of Zelda The Wind Waker? Wir sind im alten Hyrule hier unten angekommen und wir gehen zum finalen Gefecht gegen Ganondorf. Zitter, zitter. Ei, ei. Da merkt man schon, hier hat der Teufel gehaust. Wir schauen am besten erstmal hier unten nach, wie es Zelda geht. Oder ob wir was von ihr erfahren. Sie sollte hier unten immerhin auf uns warten. Oh. Sie ist noch da. Okay. Verdammt, ich muss die Maske mal endlich ablegen. Nicht gut. Törichter Junge! Dachtest du, im Schloss wäre sie sicher? Jetzt, wo ich wieder im Besitz meiner magischen Kräfte bin, gibt es für euch keinen sicheren Ort mehr. Zelda nehme von nun an jedenfalls ich in meine Obhut. Und du solltest hier deine letzte Ruhestätte finden. Als würden die zwei mich davon abhalten, Zelda zu retten. Verdammt! So. Verdammt! Haha, so geht das, Leute. So, hier. So, hier. Habe ich es euch gezeigt. Ei, ei. Da fällt mir ein, ich habe sogar eine Kleinigkeit vergessen, mal einen Sidequest zu machen. Ah, das ist egal. Gut. Kleine Sache noch, die ich machen will. Ich mache das hier am besten über ein Tablet. So. Maske weg. Die ist ja zwar schön und nützlich, aber hässlich wie die Nacht. So. So, dann habe ich hier nochmal zurückgestellt. Ha. Da konnten wir ja eh nicht durch. Jetzt können wir da durch. Jetzt können wir Ganondorf entgegenschreiten. Keine Ahnung, wie es mal dann so sagt. Hä? Ich dachte, darüber kommen wir zu ihm. Hm. Vielleicht müssen wir den Taktstock schwingen. Oder? Das Schwert. Wir waren wie unter einer Kuppel. Nun sind wir befreit. So. Geht auch. Was habe ich nur so für Schwierigkeiten? So, Magie ist so gut wie aufgefüllt. So.
Yay! So. Ach, Rubine. Rubine braucht doch kein Mensch. So, hier. Oh Mann, so geht's hier ab. So. Volles Leben, volles Mana, ganz viel Bomben, so könnte's sein. Oh. So. Dem Masterschwert ist nun mal nichts entgegenzusetzen. Das geht ja heute einfacher als gedacht. Ja, Rubine braucht man zwar eigentlich nicht, aber hey, ja, die nehme ich immer gerne entgegen. Auch hier wieder so ein Ritter. So, auch ohne die Maske ist das kein Problem für mich. So, Ritterwappen haben wir mehr. So, da können wir hier ja nehmen. Yay! Finde ich jetzt irgendwie blöd. Hä? Hm. Das geht doch wunderbar. Also, ich bin zufrieden. Aber toll, toll. Brauchen wir das hier wieder. So, gehen wir noch rüber. Auf zum nächsten Abschnitt. Hier merkt man schon bedrohliche Musik. Aber keine Angst, Gandorf. Du wirst uns nicht entkommen. Ganons Kastell. Vier Bosse, die es zu besiegen gilt. Und ihr werdet überrascht sein, welche es sind. Fangen wir hier an. Eieiei. Was muss ich da tun? Was? Ah, das war jetzt nicht eine meiner besten Ideen. Okay, was man dagegen versuchen kann. Komm, das war fies. So. Tja, kaputter Schädel. Kaputt. Haha. So. Ah, das Einzige, wo ich echt zu bemängeln habe, sind so hier die Fernkampfwaffenzeug. Ah, weil da ist es mit dem Stick irgendwie ganz blöd zu handhaben. So. Weil da ist es am besten, dass ich alles, was so weggeht, auf den R-Knopf lege. Alles andere fühlt sich hier einfach beschissen an. So. Hm. Haha. Hat doch geklappt. Naja. Legen wir das hier wie... So, hier hin. Okay, das ist natürlich jetzt blöd. Hm.
Also irgendwie finde ich das, die Stelle jetzt blöd, ich glaube, die blieb nicht mal besonders in Erinnerung bei mir, weil ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, wieso die in Erinnerung blieb, wahrscheinlich weil es so leicht war für mich eigentlich. So. Gut, das haben wir so geklärt. Nein, 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 das war viel zu weit. Ja, was soll ich nur mit den Flaschen hier anstellen? Ich meine, schön und gut, ich kann die weit werfen, aber das hilft mir jetzt hier auch nicht weiter. So. Gut, dann nehmen wir das nächste. Nein, 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 nein. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte eigentlich hier anhalten. Ich stelle mich jetzt bestimmt so richtig schön bedeppert an. So, gut. Das nächste nehmen wir gleich mal wieder. So, gehen wir ein bisschen höher. Anhalten. Sonst schaukeln wir uns noch hier in die Lava rein. So. Ah, Mann. Hätte ich wissen müssen. Hätte ich wissen müssen. Kann ich davor gleich? Nö, geht nicht. Gut, mache ich davor. Und warten. Ich meine, so mitten in den großen Lavasee-Wand, das ist total angenehm. Keine Verbrennung im dritten oder vierten Grad, falls es einen vierten Grad gibt. So. Und nach hinten und vor. Nach hinten und vor. Cool. Das klingt erstmal hier richtig cool. So. Jetzt gehe ich mal ein bisschen nach oben. Das ist eigentlich total blöd. Na, ich muss... Ah, hier bin dem da. Haha. Was nützlich ist? Ja, ein Rubin, toll. Das hilft mir ultra weit. Und du bitte ein Herz. Ein Herz. Nichts? Ach komm. Gut. Hoffentlich geht's hier zum Boss. So. Wie gesagt. Wird bekannt vorkommen, denn es ist Gomorra. Ja. Ach, ich, toll. Ich habe jetzt auch nur das Zeug, was ich da von damals habe. Das lege ich am besten auf R, wie gesagt. So. Wir kennen das ja altbekannte Spiel. Wie schon aus den vorherigen Parts. Kracht's erstmal runter. Knack! So, wir können hier ein Herz aufnehmen. Und hab sogar eine ultra coole Pose hier oben. Und gleich das nächste Mal. Alle guten Dinge sind noch zweimal. Aber lustig wird's beim dritten Mal.
Hast du einen Knack in deinem Panzer, dann hast du einen Knack drin. Hast du einen Knack, dann geht's jetzt richtig ab. Gut. Jetzt muss man sagen, Walu, lass den Schwanz herunter. So. Lass krachen! Jetzt ist es ein schöner kleiner Nackefrosch. Oh, noch ein Herz. Und noch ein Herz. Warte mal. Okay, kann man jetzt nicht vor Ort bestellen. Aber das müsste auch genügen. Oh. So. Und damit ist der erste Boss besiegt. Und ein Teil des Schalters aktiviert.